Hallo ihr Lieben, heute gibt's ein schnelles Pasta-Rezept mit einer leckeren Spinatsoße. Als erstes bringt ihr in einem großen Topf reichlich Wasser für die Nudeln zum Kochen. Währenddessen gebt ihr in einen kleinen Topf etwas Öl und den gepressten Knoblauch. Den Knoblauch kurz anschwitzen lassen. Wenn das Nudelwasser kocht, gebt ihr ordentlich Salz hinzu und natürlich die Pasta eurer Wahl. Ich habe heute Mafaldine genommen, das ist eine meiner liebsten Sorten. Schreib mir mal, welche Pastasorte du am liebsten magst. Zu dem Knoblauch kommt nun der Spinat und die Milch. Alles gut aufkochen lassen. Ich habe Rahmspinat genommen, ihr könnt aber genauso gut Blattspinat oder jungen gehackten Spinat nehmen. Wenn der Spinat komplett aufgetaut und eingekocht ist, gebt ihr den Schmelzkäse hinzu und rührt ihn gut unter. Als Alternative könnt ihr auch Frischkäse oder Gorgonzola nutzen. Frischkäse ist dabei natürlich etwas leichter im Geschmack und Gorgonzola etwas intensiver. Mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken. Die Soße verträgt ordentlich Salz. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox und das komplette Rezept nochmal zum Nachlesen auf cuisini-blog.de. Die fertige Pasta abgießen und mit der leckeren Soße servieren. Wer mag, kann auch noch geriebenen Gouda oder Parmesan dazu essen. Schau dir auch meine anderen schnellen Rezepte an, ich habe sie dir hier in der Playlist verlinkt. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, trete gerne in die Community ein. Hier gibt es immer sehr leckere und vor allem einfache und schnelle Rezepte. Dazu brauchst du nur den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn so verpasst du garantiert kein Video.